zu Wieso täglich, unser tägliches Wieso. Bitte schön. Gestern, 11.11., war ein toller Tag. Und heute ist der nächste tolle Tag. Und wieso? Es ist Philipps Tag. Jetzt kommt die Gesundheitsreform. Da ist nichts dran zu machen. Die Jecken kennen das. Vom Horst. Gesundheitsreform. Und der Witz bei der Sache, die Beiträge steigen. Auch bei der Ulla. Gesundheitsreform. Alle Beiträge hoch. Auch beim Philipp. Die neue Kampagne. Die Beiträge, klar. Die Rakete. Wir hätten uns auch größere Schritte gewünscht. Och, dafür gibt's die Kopfpauschale, Zusatzbeiträge. Jetzt geht's wieder los. Und zwar für alle Jecken. Aber ganz ehrlich, das Lachen kann einem schon im Hals stecken bleiben, wenn man bedenkt, wie sehr die Patienten jetzt schon wieder von ihrer Kasse zur Kasse gebeten werden. Alles über die neuen Kosten, aber auch die Leistungen der Krankenversicherung weiß unser Experte hier im Studio. Stefan Albers ist Versicherungsberater und er bearbeitet gerade schon Ihren Input. Fragen Sie also ruhig online weiter. Wann sich ein Kassenwechsel wirklich lohnt, wollte Waltraud Fässer wissen. Und siehe da, sie zahlt jetzt weniger. Wenn Waltraud Fässer frisches Obst und Gemüse einkauft, tut sie das mit dem Blick der Expertin. Denn sie berät in der Verbraucherzentrale Bürger zum Thema Lebensmittel und Ernährung. Doch als im Frühjahr ihre Krankenkasse BKK für Heilberufe zusätzlich 37,50 Euro monatlich verlangt, ist die Beraterin etwas ratlos. Lapidare Begründung der Kasse? Ursache sind die weiterhin steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Mein erster Gedanke war natürlich, ich ärgere mich darüber, dass ich einen Zusatzbeitrag zahlen muss, aber auch darüber, dass ich ihn rückwirkend zahlen muss. 15 Krankenkassen erheben seit 2010 Zusatzbeiträge. Die größten sind die DAK und die KKH Allianz. Sie verlangen, wie die meisten, pauschal 8 Euro pro Monat. Drei Kassen kassieren bis zu 1% des Bruttoeinkommens. Die BKK Publik bis 16 Euro, gemeinsame BKK Köln und BKK für Heilberufe sogar bis 37,50 Euro im Monat, der Höchstsatz. Ich habe mir immer wieder mal überlegt, was habe ich eigentlich für einen Zusatznutzen davon, dass ich jetzt eine Krankenkasse habe, die einen hohen Zusatzbeitrag kassiert. Wer wechseln will, muss die Fristen beachten. Wer kündigt, ist noch 2 Kalendermonate bei der alten Krankenkasse. An die neue Kasse ist man dann 18 Monate gebunden. Es sei denn, die Kasse verkündet oder erhöht einen Zusatzbeitrag. Dann gilt ein Sonderkündigungsrecht. Doch wohin wechseln? Die Beraterin lässt sich selbst beraten, von Kollegen. Ergebnis? Sie tritt der Techniker-Krankenkasse bei, direkt am Computer. Es ging ganz einfach. Sowohl mit der Kündigung als auch mit der Neuanmeldung. Die Techniker-Krankenkasse profitiert von den Zusatzbeiträgen der Konkurrenz. Sie selbst hat versprochen, auch 2011 kein Extrageld einzutreiben. Steigende Kosten sind ein Grund für den Krankenkassenwechsel, aber auch das aktuelle Behandlungsangebot sollte man sich ganz genau anschauen. Gerade im Bereich der alternativen Heilmethoden. Zum Beispiel Homöopathie oder auch bei der Gesundheitsvorsorge mit Yoga oder sogar Golfkursen ist einiges in Bewegung. Ein guter Grund also, ganz genau zu wissen, wo man versichert ist. Im Geburtshaus Hamburg kommen nicht nur Babys zur Welt, sondern auch Mütter ins Schwitzen. Rückbildungsgymnastik unter Hebammenanleitung. Diesen Kurs bezahlen fast alle Kassen. Eine Rufbereitschaft für Hebammen oder den Geburtsvorbereitungskurs für Väter aber übernimmt bislang nur eine Kasse. Gerade wo wir auch sagen, Familien, die Väter sollen bei der Geburt dabei sein und möchten sich auch gerne dementsprechend vorbereiten. An der Stelle ist es wichtig, dass das finanziert wird, weil es eben wichtig ist, dass die Männer mit an Bord sind. Auch Ayurveda-Massage, Homöopathie, Yoga oder das Seepferdchen-Schwimmabzeichen sind Exoten unter den Kassenleistungen. Was die Unternehmen zusätzlich zum vorgeschriebenen Katalog bezahlen, ist die einzige Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Dazu kommen bei manchen Kassen Bonusprogramme, die die Teilnahme an Gesundheitskursen belohnen. Das Bonusprogramm, das gibt Menschen, die mit Freude sich bewegen, vernünftig essen, die auch Stressbewältigung lernen und dafür Kurse machen, mal Yoga oder Tai Chi, denen geben wir Geld dafür. Dass die Kasse spart, wenn die Kunden gesund bleiben. Die Secur Vita zahlt einer 4-köpfigen Familie bis zu 1000 Euro im Jahr zurück. Aber nur, wenn alle die Gesundheitsvorsorgeangebote nutzen.
Andere Kassen setzen auf Wahltarife und belohnen den Gang zuerst zum Haus, dann zum Facharzt. All diese Angebote machen die Kassenwahl schwierig. Es gibt im Internet etliche Portale, wo man sich erkundigen kann. Wir empfehlen immer den Krankenkassenfinder der Stiftung Warentest, www.test.de, weil er relativ umfangreich ist und weil er auch bewertet. Und man kann sich sehr genau sein eigenes Profil dabei raussuchen. Das kostet 3 €. Die Ergebnisse werden in Tabellenform dargestellt. Das ist nicht immer leicht zu lesen. Einfach zu bedienen ist das Vergleichsangebot bei gesetzliche-krankenkassen.de. Auch testamo.de bietet eine komfortable Kassensuche. Eher unübersichtlich ist der Tarifrechner auf krankenkasseninfo.de. Schwer zu finden ist der Bereich Zusatzleistungen unter krankenkassen.de. Wer lieber persönlichen Kontakt pflegt, schaut am besten, welche Kasse eine Geschäftsstelle in der Nähe hat. Die Kleinen im Nachsorgekurs haben mit ihrer Kassenwahl noch ein wenig Zeit. Bis zum ersten eigenen Job können Kinder in der Versicherung ihrer Eltern bleiben. Ja, früh übt sich, was so ein richtig fitter Versicherungsnehmer werden will. Unser Experte im Studio, Stefan Albers, Sie sind Versicherungsberater. Das heißt, Sie helfen den Menschen bei der Wahl oder auch beim Wechsel der Krankenkasse, egal ob gesetzlich oder privat. Sie müssten sich über so eine Gesundheitsreform vom Berufswegen doch freuen, oder? Eine Gesundheitsreform wie diese verschafft einem natürlich viel Arbeit, klar. Aber die Verbraucher müssen auch beraten werden. Sie haben viele Fragen, die einfach zu klären sind an dieser Stelle. Sprechen wir über das Geld. Für die Versicherten wird es ja erstmal teurer. Macht da ein Krankenkassenwechsel Sinn? Mit Sicherheit, weil auf Dauer werden natürlich die Zusatzbeiträge mehr ins Gewicht fallen. Das heißt, die Belastung der Versicherten spielt eine größere Rolle als bisher. Und da lohnt der Wechsel einer Krankenversicherung sehr wohl. Es kann ja eigentlich wenig passieren, man fällt nicht in ein Loch. Diese Zusatzbeiträge sind ja dazu gedacht, Kostensteigerungen bei den Kassen zu finanzieren. Das heißt, die variieren durchaus von Kasse zu Kasse, sind aber innerhalb einer Kasse für alle Versicherten gleich. Finden Sie das gerecht? Nein, dieser absolute Zusatzbeitrag, das heißt, dass er nicht mehr abhängig ist vom Einkommen des Versicherten, entspricht eigentlich nicht dem solidarischen System der gesetzlichen Krankenversicherung. Weil er ist eben einkommensunabhängig, das heißt also, die Geringverdiener zahlen den gleichen Beitrag wie die besser verdienenden Personen. Für Geringverdiener ist ja ein Sozialausgleich vorgesehen. Funktioniert der in Ihren Augen? Der funktioniert eigentlich nur teilweise, weil nur ein sehr geringer Teil tatsächlich ausgeglichen wird, zurückerstattet wird. Das Verfahren ist etwas kompliziert, aber in der Folge heißt es, es gibt de facto keinen Sozialausgleich. An der Stelle wirklich ein Nachteil. Ja. Schauen wir mal in unser Internetforum. Ja. Da hat sich jemand richtig geärgert. Mhm. Er schreibt, grundsätzlich sollten die 300 Krankenkassen abgeschafft werden. Ein Beitragssatz von 20% ist nicht ausgeschlossen. Wer zu den Privaten wechseln kann, sollte darüber nicht lange nachdenken. Was halten Sie von so einer Aussage? Also ein Wechsel in die private Krankenversicherung sollte sehr wohl überdacht werden. Es gibt auch dort Vor- und Nachteile, insbesondere was die Beitragssteigerung im Alter angeht. Aber auch die Familienversicherung für Kinder gibt es in der PKV nicht. Also hier ist Beratungsbedarf gegeben. Fazit also, Wechsel zwischen den gesetzlichen Krankenkassen problemlos möglich. Kein Problem. Private muss gut überdacht werden. Genau. Herzlichen Dank, Stefan Albers. Bitte. Sie widmen sich jetzt noch weiter fleißig unseren Zuschauerfragen. Und wir, liebe Zuschauer, wir wollen Ihnen jetzt mal ordentlich auf den Zahn fühlen. Die Nachrichten. Zähne zeigen. Bis Jahresende sollte man noch zur Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt gehen. Nur dann gibt's den Bonus der Krankenkasse für Zahnersatz. Nach 5 Jahren erhöht sich der Festzuschuss so um 20%, nach 10 Jahren um 30%. Aber Vorsicht, verpasst man den Jahrescheck nur ein einziges Mal, verfällt der Bonus. Gesundheit. Hartz-IV-Bezieher müssen sich beim Jobcenter melden, auch wenn sie krank sind. Tun sie das nicht, droht ihnen die Kürzung des Arbeitslosengeldes 2. So hat das Bundessozialgericht entschieden. Nur wer vom Arzt eine Bescheinigung hat, dass er auf keinen Fall das Haus verlassen kann, darf dem Termin fernbleiben. Teures Stück. Bis zu 30 € Pfand verlangen manche Anbieter für die SIM-Karte im Handy. Läuft der Mobilfunkvertrag aus, muss man sie zurückgeben. Sonst wird der Betrag einfach mit der letzten Rechnung einbehalten. Deshalb sollte man Vertrag und Rechnung genau prüfen und die SIM-Karte auf jeden Fall innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsende zurückschicken. Keine Orientierung im Supermarkt. In vielen Geschäften sind die Grundpreise, an denen man sich bei den neuen Mengenangaben orientieren kann, mangelhaft ausgewiesen. Die Etiketten sind zu klein, Bezugsgrößen fehlen oder der Grundpreis ist falsch berechnet, kritisieren die Verbraucherzentralen. Da hilft nur ganz genau hinschauen.
Wir bleiben im Supermarkt, schieben mit unserem Wagen aber noch ein Stück weiter vorbei an den Lebensmitteln und zwar direkt auf das super Sonderaktionsangebot zu. Diese Woche gibt's bei Aldi Nord eine Mini-Musikanlage. Satter Sound für kleines Geld? Klingt verlockend, oder? Doch was kann das Teil wirklich? Der Schnelltest. Klein und leicht ist der Karton in unserem Wagen. Er verspricht CD, MP3 und Radio für 70 Euro. Wir fragen die Musikprofis in den Berliner Planet Rock Studios. Schnäppchen oder Schrott? Sting und die Black Eyed Peas waren schon hier und jetzt die kleine Schwarze vom Discounter. Macht schon seltsame Geräusche beim ersten Mal öffnen. Gut gefällt Amir Rahimzadeh, dass er einen Stick anschließen kann. Seine Ohren aber haben wenig Freude an den kleinen Lautsprechern. Nicht für die Küche oder fürs Bad, aber wirklich ein Audioerlebnis ist es sicher nicht. Weiter zur Stiftung Warentest. Wie viel Schnäppchen steckt in der Musikanlage für 70 Euro? Ausstattung und Bedienung sind in Ordnung, der Klang aber ist den Profitestern zu dünn. Es gibt sehr wenig Bässe, sehr wenig Höhen und für etwas mehr Geld gibt es schon deutlich bessere Anlagen. Also kein Schnäppchen. Damit ist dieses Mini-Soundsystem vom Discounter in unserem Schnelltest durchgefallen. Also, Botschaft ist klar, erst vergleichen, dann richtig sparen. Hier geht's gleich weiter mit den Heute-Nachrichten und Petra Gerster. Neben der Gesundheitsreform ist der G20-Gipfel in Seoul ein Thema. Wieso täglich dann am Montag wieder. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.